Herzlich willkommen zu Andis Garten. Machen wir mal die Garage auf, gucken mal, wie es da drin aussieht. Mal schauen, was uns da erwartet. Ach du Scheiße, das sieht wieder hell aus. Hey, bei Hempels unserem Sofa. Ich muss mal sagen, er muss mal unbedingt aufgeräumt werden, ne? Ich räume das Ding mal aus, ihr seid dabei. Viel Spaß beim Zuschauen. Lasst ein Like und ein Abo da. Hier ist mal ein Gartenmäßig, die kennt ihr ja schon. Die war schon öfters im Einsatz. Und eigentlich ein geiles Teil, muss ich sagen. Gehäckseltes, geschreddertes Zeug, das gebe ich in den Kompost. Kommen wir die Rasenmäher wieder rein. Ich habe hier soweit alles auf die Seite aufgeräumt und jetzt kommt wieder der ganze Kram wieder in den Schacht. So, jetzt habe ich grob aufgeräumt, jetzt habe ich aber noch was vor. Hier habe ich eine alte Bohnenstange, die wird jetzt erstmal durchgesägt und ich muss noch einen kleinen Schutz bauen. So. Oh, hier ist mein Ofenrohr. Das wird sau heiß, wenn der Ofen an ist. Ich habe kleine Kinder und deshalb werde ich das jetzt erstmal absperren. Weil sonst können sie sich die Fingerchen verbrennen. Die Werkstatt ist aufgeräumt, der professorische Zaun ist gemacht worden. Jetzt kommt meine Spezialaufgabe für mich. Da werden Spähchen trainieren. Ist stadtklar, hier stecken wir ihn an.
Dann ich den Ofen vorheizen lasse, habe ich mir eine Eisenpfanne besorgt. Die muss ich einbrennen, damit ich eine Antihaftbeschichtung habe. Das Einbrennen der Pfanne mache ich im Garten, weil da eine kleine Rauchentwicklung dabei ist, weil das Öl brennt sich in die Pfanne ein. Jetzt lasse ich den Ofen erstmal fertig vorheizen und bin gleich wieder da. So, das ist er. Wie genau das mit den Pfannen einbrennen geht, weiß auch Florian Rigotti. Da verlinke ich euch mal das Video dazu, könnt ihr euch angucken. Der macht auch ganz tolle Gartenvideos, von dem habe ich ganz viel gelernt in den Anfangsjahren. Und ich war so begeistert, weil ich unbedingt die Gartenarbeiten auch machen wollte. Also ihn verlinke ich euch mal und ich verlinke euch auch mal den Selbstversorger Ralf. Bei dem gibt es auch ganz viele interessante Videos. Also kann ich euch nur sehr empfehlen. So, und jetzt aber mal zurück zum Ofen. Jetzt warten wir noch ein paar Minuten und dann geht's weiter. Schon ganz schön heiß. Wenn die Pfanne richtig heiß ist, zeige ich euch, wie es weitergeht. So, nach einiger Zeit sieht es so aus, es braucht aber noch ein bisschen. So sieht es jetzt nach ca. 20 Minuten aus. Es braucht schon extrem lange, bis die Pfanne so richtig heiß ist. Die Pfanne würde jetzt heiß genug sein für meine Fälle. Man kann sie zwar noch ein bisschen hier heißer werden lassen, aber jetzt nehme ich sie runter. Aufpassen, das ist scheiß heiß. Die Pfanne lasse ich jetzt im Augenblick abkühlen. Dann nehme ich einen Schuss Sonnenblumenöl, nicht zu viel, gebe es hinein. Dann nehme ich dickes Zebertuch, ein Küchentuch und reibe mir die Pfanne komplett ein. So, von innen und natürlich auch von außen. Sonst ist der Rundumschutz nämlich nicht gegeben. Habt ihr sie eingeölt, geht die Pfanne wieder auf den Herd oder auf euren Ofen. Wie ihr seht, das fängt jetzt schon an zu qualmen, deshalb mache ich das lieber draußen. Aufgerundet 2. Und auf geht's zur Runde 3. Das ist jetzt die letzte. So solle die fertige Pfanne dann aussehen. So eine Pfanne einbrennen hat schon was für sich. Also es dauert schon seit Zeit und das habe ich extra hier draußen gemacht. Da kann es stinken, wie es will. Und hier draußen stört es keiner. Die Pfanne niemals abspüle, weil sonst ist die Patina weg. Und ihr müsst das Ganze wiederholen. Lasst ein Like und ein Abo da. Ich pack zusammen. Macht's gut. Tschüss.